Hey Leute, ich bin's wieder, euer Stereosize von Gimpgraph, und ich zeige euch heute, wie man Bilder bearbeitet, dass Frauen zum Beispiel schlanker werden oder abnehmen oder wie man auch immer das nennen mag, in Gimp natürlich. Gimp hat dafür ein Tool, das nennt sich iWarp. Ich zeige euch jetzt mal, was ich daraus gemacht habe. Also, ups, das war's nicht. So, das ist das Originalbild. Und das hier ist dann das Ergebnis. Ich habe dazu ein paar Tipps. Also ihr öffnet erstmal den Filter iWarp. Wie ihr schon seht, habe ich den vorhin benutzt. Geht auf Filter, Verzerren, iWarp, iWarp, Punkt, Punkt, Punkt. So, jetzt habt ihr hier das iWarp-Feld. Jetzt seht ihr hier, na super, ihr habt eine Mini-Vorschau und soll da drin dann auch noch arbeiten. Bei Photoshop hat man Pinsel, kann Masken einrichten und so weiter. Das gibt es bei GIMP leider nicht. Aber mein super Tipp ist, ihr zieht das Fenster ganz oben links in die Ecke, geht ganz unten rechts in dem Fenster an die Ecke und vergrößert das Fenster erstmal so weit wie möglich. Somit habt ihr schon mal eine ziemlich große Vorschau. Die ist leider ziemlich unscharf, aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn ihr stellt einfach bei den Einstellungen Schrumpfen ein, und sobald ihr hier in dem Bild agiert, ist da, wo ihr agiert, ist es ganz einfach scharf. Also seht ihr überall, wo ihr was bearbeitet habt, und ihr habt es natürlich wieder scharf zum Bearbeiten. Also ist der Nachteil nicht mehr so riesig. So, dann geht ihr einfach von oben nach unten an der Kontur des Körpers entlang und macht überall, wo ihr es ein bisschen schlanker haben wollt, macht es ein bisschen schlanker. Wenn jetzt zum Beispiel hier noch so ein, ich habe hier jetzt so einen kleinen Hügel, dann gehe ich ziemlich mittig auf den Hügel oder ein bisschen links unten unterhalb des Hügels und drücke einfach die linke Maustaste. Und dann geht der Hügel langsam weg. Das sieht man jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht, weil es so sozusagen in Zeitlupe. Aber ich sehe es auf alle Fälle, und ihr, wenn ihr es dann selber anwendet, ihr merkt es dann auch. So, es ist jetzt egal natürlich, ob ihr von oben nach unten geht oder von unten nach oben. So. Also das Tool hätten sie auf alle Fälle besser machen können, die Entwickler von GIMP. Aber dafür ist GIMP ja kostenlos. Und deswegen wollen wir mal nicht meckern. So, ich finde, es langt schon. Oh, hier, das sieht noch ein bisschen komisch aus. So. Klicken auf OK. Und das schaut schon super aus. Also, wenn ihr jetzt hier unten noch, ich zoome jetzt mal rein, hier so ein Problem habt, dass es dann hier so wegsteht oder wie auch immer, dann macht das ja nichts, denn ihr könnt ja eigentlich komplett einfach hier das Bild zuschneiden mit dem Zuschneiden-Werkzeug. Und sagt einfach, ihr wollt das komplette Bild bis auf dieses untere Fitzelchen. Die letzten zwei Pixellinien nenne ich es jetzt mal. Klickt auf OK und schon sind die weg. Alles passt. Und ja, das war's auch schon. Diese Anfrage basierte auf, also dieses Video basiert auf einer Anfrage bei Facebook. Hat uns jemand geschrieben, hey, könnt ihr mal zeigen, wie das funktioniert? Somit hier das Tutorial. Und falls ihr selber Wünsche habt, Fragen, dann schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Facebook oder wie auch immer.